Heute im Spoilerboten. Kung Fu Fighter erobern Atreia und unser Oxmos Dice Stream geht live. Ich bin Baskerville, los geht's. Wie jede Woche gibt's ein Shop-Update und hier kamen unser Stauberer Schatzkistenschlüssel und Eintrittsschriftrolle für das Shugo Kaisergrab hinzu. Das ist jetzt nicht so interessant. Hingegen kamen nigelnagelneue Emotionen dazu. Und nicht die, die einen weinen lassen, sondern Kampfkunst provozieren. Das ist eine Emotion bzw. Animation. Hier schlägt der Charakter mit Nunchucks um sich. Sieht recht cool aus. In Ergänzung dessen gibt es eine neue Bewegungskarte, Kampfkunst Z. Und hier bewegt sich der Charakter wie ein Martial Arts Kämpfer, Shaolin Mönch, Bruce Lee Krieger. Auch ziemlich cool animiert. Hier gibt es eine Stehanimation, mit der der Charakter um sich schlägt, regelrecht. Und eine sehr angenehme, interessante Laufanimation, jedenfalls bei Frauen. Und eine Sprunganimation, die ziemlich cool aussieht. Passend dazu gibt es Kampfkunst-Trainingsanzug. Und hier verwandelt man sich getreu dem Motto: Flieg wie ein Schmetterling, stich wie eine Biene, in einen knallbunten Martial-Arts-Kämpfer. Dann gibt es auch noch Kampfkunst-Uniform und das ist traditionell irgendetwas Chinesisches mit Kampfkunst und hübsch. Okay. Ganz exklusiv und nur für Gameforge gibt es Nymis Ätherschlüssel und das ist nicht nur eine Waffe. Wie bei jedem Ätherschlüssel kann man sich hier in den Mech verwandeln und das sieht dann so aus. Ja, es ist ein Mech, ne? Aber auf alle Fälle ein ziemlich cooler Skin. Das zweite Thema heute ist der Oxmos Dice Stream und ich habe den soweit aufgesetzt. Sollte alles funktionieren, heute um 20 Uhr circa geht's los. Wenn ihr einen Beta Key habt, schreibt mich an, macht mit. Ich brauche Mitspieler, sonst geht's die ganze Zeit nur gegen Bots und das ist ein bisschen doof. Ich werde circa eine Stunde streamen erstmal zur Probe und werde das hoffentlich öfter machen. Schaut rein, Link ist unten in der Beschreibung. Außerdem würde ich jetzt noch gerne wissen, ob es euch vielleicht interessiert, auch generell News bezüglich MMOs zu bekommen, da ich jetzt nicht jede Woche großartig immer Ion komplett covern kann, beziehungsweise es nicht so viele Themen gibt, über die ich jetzt großartig reden kann. Und würde gerne wissen, ob es euch interessiert, andere Themen noch zu bereden. Ja, und somit schließt sich quasi dieser Podcast und ich hoffe, es hat euch an sich gefallen. Alle Links etc. findet ihr unten in der Beschreibung. Letzte Videos sind links und rechts klarerweise. Bis dann.